So, liebe Leute, jetzt heute ein kleines Spezialausgabe hier zum neuen Usability Patch von Transport Fever. Das einzige, was ich nicht gefunden hatte, war die Möglichkeit, diese Doppelkreuzungsweiche zu erstellen. Das habe ich einfach nicht hinbekommen, aber eigentlich ist das ganz einfach. Das werde ich euch gleich jetzt demonstrieren. Wie ihr hier sehen könnt, sind leider andere Sachen, die Grafikfehler hier, dass hier die ganzen Masten hier auf der Strecke stehen, leider immer noch nicht behoben worden. Das ist wirklich schade. Oder dass die Häuser hier an den Brücken direkt dran kleben und dann mit der Böschung hier in die Gleise ragen, leider auch nicht behoben worden. Aber naja. Okay, man kann nicht alles haben. So, jetzt haben wir die Doppelkreuzungsweiche. Die könnt ihr hier, wie ihr seht, schon sehen. Die habe ich hier schon eingerichtet. Und ich zeige euch jetzt nochmal an einem Versuchsstück hier, was ich hier aufgebaut habe, wie ihr das erstellen könnt. Und zwar machen wir das mal kurz weg. Wir haben also, sagen wir mal, drei Gleise hier nebeneinander. Ach, das geht auch nicht immer. So, und ihr wollt von dem Gleis auf das wechseln, aber manchmal eventuell ja auch auf dieses hier wechseln. So, vor dem Update ging das ja auch schon immer so, dass wir das hier gemacht haben. Dann, wie gesagt, fährt ja meistens der Zug durch diese ganzen Pfeiler hier durch, aber was soll's. Aber er konnte dann nicht auf dieses Gleis hier. Das war dann praktisch nur eine Kreuzung. Aber er konnte nicht auf dieses rauf. So, nach dem Update geht das jetzt. Das heißt, wir machen das erstmal okay. So, dann haben wir jetzt diese Kreuzungsweiche praktisch. Und was wir machen müssen, wir müssen aus diesem Baumodus rausgehen. Das hatte ich also vorher nicht gewusst. Wir gehen aus dem Baumodus raus und können dann halt die Weiche als solches hier anklicken. Und siehe da, da steht schon Doppelkreuzungsweiche, ja. Und dann haben wir das hier erstellt. Doppelkreuzungsweiche, nein. Dann geht es nur eine Kreuzung und hier doppelt. Das heißt, der kann dann von hier, von dem Gleis auf das fahren oder auf das fahren. Das ist natürlich super. So. Weil ich das heute nicht gefunden hatte hier im Internet, beziehungsweise doch irgendwo unter Steam, unter den Diskussionen hatte ich es gefunden, habe ich jetzt dieses kleine Video für euch erstellt. So, das war's. Bis dann. Tschüss.